In der Notaufnahme wartet Assistenzarzt Niklas Klemm auf die Laborergebnisse seines letzten Patienten. Da steht bereits der nächste Notfall ins Haus. Lagerist und Hobbyradfahrer Georg schleppt sich mit lebensbedrohlichen Symptomen in die Klinik. Bedarfsmedizin hat er auch schon angesetzt. Ja, genau. Wunderbar. Ganz ruhig. Ja. Setzen Sie sich mal ganz kurz in den Rollstuhl. Was ist denn passiert? Jetzt mal ganz ruhig. Atmen Sie erstmal durch die Nase, ja? Wir helfen Ihnen jetzt erstmal. Erstmal in den Schockraum. Ja, wir fahren aber rüber in den Schockraum. Soll ich mal schieben? Sie sind ja viel zu dünn angezogen. Ja, fahren wir kurz rüber. Das ist auch total kalt. Ja. Als Herr Kohn zu uns in die Notaufnahme kam, war es so gewesen, dass er halt ja stark gezittert hat. Er hatte zyanotische Lippen, also eine bläuliche Verfärbung der Lippen, hat augenscheinlich stark gefroren. Es war tatsächlich so, dass er halt auch über Schmerzen in der Brust geklagt hat. Und da muss man dann halt ja vom Schlimmsten ausgehen. Und wir sind in dem Fall erstmal, beziehungsweise der Arzt, vom Herzinfarkt ausgegangen. Erzählen Sie mal ganz kurz, was passiert? Einfach so beim Fahrradfahren jetzt plötzlich Schmerzen oder? Warum sind Sie denn so kalt? Ich bin Jungs. Haben wir keine Decke? Bin Jungs zur Schule gefahren. Ja. Musste dann zur Arbeit. Und musste mich beeilen. Bin dann halt mit riesem Tempo. Hier in der Klinik ging es nicht mehr. Ich musste runter vom Fahrrad. Okay. Hier gar keine Luft. Gut, dann würden wir jetzt einmal Blutdruck messen. Wir machen auch ein Oxy. Bitte auch einmal kurz dran, dass wir einmal die Sauerstoffsättigung gucken. Dann werden wir gleich Zugang legen. Einmal Blut abnehmen. Ja. Auch für den Troponintest. Nehmen Sie mir einmal den Finger. Aber es wird ja langsam auch schon wieder ein ganz klein bisschen besser, ja? Fahren Sie oft mit dem Fahrrad? Nein, gar nicht. Unser Auto ist in der Werkstatt. Als wir dann im Schockraum angekommen waren, der Patient eine Decke bekommen hatte, wurde er zunehmend ruhiger, er hatte nicht mehr so starke Schmerzen, er bekam wieder etwas Farbe im Gesicht, sodass das eigentlich von der Klinik her nicht ganz so zu einem Herzinfarkt gepasst hat, wo die Symptomatik doch eigentlich kontinuierlich stark bleibt. Geht? Ja, pitschnass geschwitzt. Ja, 15 Kilometer mit dem Fahrrad jetzt gefahren, ne? Das verschwitzte, dünne T-Shirt des 40-Jährigen gibt Niklas Klemm einen ersten Hinweis auf die mögliche Ursache von Georgs Atemnot. Doch vor einer finalen Diagnose überprüft der Arzt per Elektrokardiogramm die Herztätigkeit seines Patienten. Also was mir eben schon besonders aufgefallen ist, Sie sind ja überhaupt nicht adäquat angezogen. Sie sind nass geschwitzt, Sie haben nur ein kleines Baumwoll-T-Shirt an, eine lockere Jacke darüber. Hatten Sie gar nicht mehr an, oder? Nee, ich hatte gedacht, das ist kein Problem für mich. Ich bin früher immer Fahrrad gefahren. Ja, aber nicht bei dieser Eiseskälte draußen, wie sie heute ist. Die Jungs waren gut angezogen. Ja, aber ich dachte schon, das ist für mich kein Problem. So, ne? Die Jacke ist doch, gut, ne? Die ist doch atmungsaktiv, ja, dachte ich. Ja, aber Funktionskleidung müssen Sie auch tragen bei den Temperaturen. Okay. Oder ein Zwiebellook. Das heißt? Also ich bin heute mit einem Zwiebellook zur Arbeit gekommen. Kenn ich, ja. Ganz viel übereinander ziehen. Schwitzen ist eine natürliche Funktion des Körpers, um den Körper runterzukühlen. Wenn man dann Baumwolle oder Stoffe darüber trägt, die den Schweiß aufsaugen, hat man eine Kältebrücke und hat eine kontinuierliche flüssige Verbindung. Man kann sehr viel Wärme darüber und Energie darüber verlieren. Da muss man sich anders kleiden, damit der Schweiß eben nicht ein großes Problem darstellt. Auch Funktionskleidung hat ihre Grenzen, aber der erste Weg ist natürlich eine funktionelle Sportkleidung, die erstmal adäquat vor Kälte und schützt und die eigene Wärme bei sich behält. Sodass ich da schon davon ausgegangen bin, dass er auf jeden Fall eine starke Unterkühlung durch das Fahrradfahren hatte. Also vom EKG können wir erst einmal Entwarnung geben. Im EKG ist alles soweit unauffällig. Da sieht man jetzt keine Hebungen oder so, die für einen Herzinfarkt sprechen würden. Okay. Grundsätzlich müssen wir natürlich noch diesen Troponintest abwarten. Da werden wir gleich hoffentlich einen Anruf bekommen. Also für mich stellt sich die Situation im Moment so dar, dass Sie einfach nicht gewohnt sind, überhaupt so viel Sport auf einmal zu machen. Dann sind Sie heute plötzlich 15 Kilometer Fahrrad gefahren. Ja, also ich denke halt, dass Sie durch diese Kälte und diese sportliche Belastung, die Sie sonst eben nicht haben, einen sogenannten Vasospasmus, also ein Spasmus, eine Verkrampfung von Herzgefäßen und allgemein von Gefäßen haben. Und das kann Symptome wie einen Herzinfarkt herbeiführen. Ja, ich denke, das wird die Lösung sein. Ich erwarte jetzt auch nichts weiteres in dieser Blutuntersuchung. Das ist normalerweise eine vorübergehende Symptomatik, die sich dann auch folgenlos wieder aushält. Die Symptomatik ist erstmal dramatisch, natürlich nicht lebensbedrohlich wie ein normaler Herzinfarkt. Aber trotzdem sollte man im Verlauf weitere Untersuchungen durchführen, um eine Herzerkrankung ausschließen zu können. Ja, wir können hier vorne im Warm noch warten. Komm ich mit. Ja. Gehst du mit, dann mache ich hier klar. Ja, wir warten noch auf die Laborergebnisse und dann schauen wir weiter. Der Troponintest hat bestätigt, dass bei Georg kein Herzinfarkt vorlag. Bei winterlichen Radtouren achtet der Lagerist in Zukunft auf angemessene Kleidung. Unterdessen bringt der Rettungsdienst die nächste Patientin für Niklas Klemm. Verkäuferin Nathalie ist beim Joggen gestürzt. Das ist Frau Pfeiffer, Nathalie Pfeiffer, 19 Jahre alt. Ich bin die Schwester. Die haben wir
im Park gefunden. Auf dem, ist irgendwo auf dem Eis ausgerutscht. Danke. Und auf den Kopf gefallen, oben eine Platzwunde und multiple Hämatome. Aber die sind zum Teil verschieden alt. Wir haben sie ein bisschen wie ein Rennfahrer angeschnallt. Weil es draußen furchtbar kalt ist. Also sie war sportlich aktiv gerade. Sie haben sie in Joggingkleidung. Okay. Mit dem Atome, hat sie auch gerade gesagt, auch verschieden alt eher. Weil der sieht ja schon ein bisschen älter aus. Okay, ja. Dann machen wir sie erst. Haben wir die Kabel ab? Runter. Moment. Ja. Als Frau Pfeiffer zu uns in die Notaufnahme kam, war sie ja in einem desolaten Zustand, wie man so schön sagt. Sie war somnolent, sie war nicht wirklich ansprechbar. Eher bedingt. Sie war übersät mit Hämatomen. Hier war es so gewesen, dass da auch Alte dabei waren. Da bin ich natürlich erstmal stutzig geworden, wie meine Kollegin Linda halt auch. Und Sie sind ganz kurz? Ich bin die Schwester. Okay. Ich habe gerade einen Anruf bekommen, ich soll schnell hierher kommen. Meine Schwester liegt hier im Krankenhaus. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich weiß nur, sie wollte heute Morgen mit ihrem Freund joggen gehen. Ja, und jetzt liegt sie hier. Ich weiß nicht, was passiert ist. Das lag draußen auf im Hof, auf dem Weg. Das sind ihr Hände. Ist wahrscheinlich von ihr. Ja, das nehme ich mit. Hallo, Frau Pfeiffer. So gar nicht, aber so schon sehr somnolent, auch schon irgendwo gewesen. Nicht erschrecken, ich gucke einmal in die Augen, ja? Die Situation war am Anfang sehr undurchsichtig. Die Patientin war somnolent, sie war nicht gut ansprechbar. Zum einen hatte sie Medikamente bekommen, zum anderen wahrscheinlich ein Bewusstseinsverlust und stützte eine junge Frau ja nicht. Bei der körperlichen Untersuchung habe ich neben mehreren oberflächlichen Hautverletzungen viele Hämatome, also Blutergüsse, feststellen können. Teilweise älteren Datums, sie waren also nicht frisch von dem Unfalltag. Das ganze Bild hat nicht so ganz zusammengepasst. Als dann wenig später auch noch behauptet wurde, ein neuer Freund sei seit einem Monat in ihrem Leben und den Freund gab es zu dem Zeitpunkt, der war nicht anwesend, stellten sich doch einige Fragen. Sie hat jetzt seit einem Monat einen neuen Freund, der Alex, den habt ihr im Fitnessstudio kennengelernt. Und ob der vielleicht was damit zu tun hat? Vielleicht hat er ihr irgendwas angetan? Du, hat der Alex was damit zu tun? Bist du dir sicher? Wollen wir jetzt nicht mehr direkt nicht mal alles unterstellen, wollen wir erstmal abwarten. Also, auf jeden Fall, das wundert mich so ein bisschen. Der war ja auch... Ne? Muss man alles mal genauer untersuchen. Aber Sie sagten auch, eigentlich war der ja eben beim Joggen dabei. Genau, aber der war eben... Und Sie kennen sich schon alle? Ich kenne den Alex noch gar nicht. Ich kenne den Alex gar nicht, genau. Sie hat ihn mir auch nie vorgestellt. Ich habe ja ihr Handy, da ist die Nummer von ihm drin. Und ich rufe den einfach gleich mal an und frage ihn, ob er vorbeikommen kann. Und dann hören wir einfach mal, was er dazu sagt. Also ich, ja... Das ist über Pinpool, wissen Sie von Ihrer Schwester, ja? Genau, den okay, weiß dann ich. Rufen Sie den mal an. Vielleicht können wir das irgendwie ein bisschen besser auflösen. Dann kommt auflösen. Der Freund mal vorbei, ja? Zuerst einmal wollen wir es eine Untersuchung halt machen vom Kopf und vom Nacken, um zu wissen, dass da oben nichts Schlimmeres ist. Und dann werden wir uns den ganzen Rest in Ruhe angucken. Okay. Ja? Solange Patientin Nathalie in der Radiologie ist, versucht ihre ältere Schwester vergeblich, den Freund der 19-Jährigen zu erreichen. Denn Sina befürchtet, dass der ominöse Alex nicht nur für die älteren Verletzungen der Verkäuferin verantwortlich sein könnte, sondern auch für ihren Unfall. Also persönlich gar nicht gesprochen? Nein, also wirklich nur auf die Mailbox gesprochen. Deswegen kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Hallo. Ich würde gerne mit der Nathalie Pfeiffer. Ich wurde eben angerufen. Bist du der Alex? Ja. Was ist passiert? Warum ist die Nathalie jetzt hier im Krankenhaus? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich dachte, sie ist mit dir heute Morgen joggen gewesen und ich dachte, du hast hier... Nee, Quatsch, ich komme gerade von der Arbeit. Nee, das stimmt nicht. Okay, also komisch. Ich weiß auch nicht, was los ist, keine Ahnung. Sie sagte, ihr seid joggen gewesen, ihr wart zusammen und jetzt... Nee, machen wir nicht. Also jetzt, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Sie sind ja der Freund, ne, von der Frau Pfeiffer. Ich bin nicht der Freund. Nee, ich bin... Ja, aber sie hat doch gesagt, dass du ihr Freund bist. Nein, ich kenne sie. Sie sagt, ihr seid schon seit einem Monat zusammen. Nee, ich kenne sie aus dem Fitnessstudio und wir waren mal trainieren zusammen, aber sonst ist da nichts. Also, hä? Aber sie hat mir gesagt, dass es ihr Freund ist. Ja, das hat sie ja vorhin auch gesagt. Ja. Also, nee, wir sind nicht zusammen, nein. Ja gut, sie war ja auch sehr benommen, wer weiß, ja, was gut, da der ich Grund mein, ist. Kann man ja nicht so, ne? Okay, wir warten jetzt erstmal auf die Ergebnisse gerade noch. Ja. Und dann schauen wir weiter. Da kommt sie schon. Wunderbar, ich kann sie übernehmen, alles klar. Vielen Dank. Darf ich mit reinkommen? Ja, das entscheidet sie, sind ja Familie. Ich wollte den Doktor fragen, darf er denn mit, wenn er nicht der Freund ist, sondern nur ein Freund? Ja, das müssen Sie sagen. Nein, am besten, nee, dann, ja. Erleichtert stellt Sina fest, dass Nathalie inzwischen wieder ansprechbar ist. Zudem geben ihre Röntgenbilder dem Arzt keinen Hinweis auf eine Schädelverletzung seiner Patientin. Niklas Klemm und die Schwester der Verkäuferin brennen auf Antworten. Wie kam das jetzt? Können Sie da irgendwie genauere Angaben zu machen, wie es zu diesen Wunden und zu diesen Blutergüssen kommt, die schon älter sind? Ihr seid gar nicht zusammen. Aber du hast doch gesagt, ihr seid zusammen. Und jetzt steht er hier und sagt, ihr kennt euch zwar, aber ihr seid gar nicht zusammen. Sind die Flecken von ihm? Lass mich doch jetzt erstmal in Ruhe, bitte. Also Sie sagen uns aber zumindest sicher, oder Sie würden ehrlich sagen, wenn diese blauen Flecken
irgendwie von der Gewalteinwirkung oder so kommen würden. Ja, also ich schätze mal, die kommen vom Sport. Was anderes kann ich mir nicht erklären. Okay, sie machen sehr viel Sport im Moment. Aber so, man bekommt nicht einfach blaue Flecken am Schienbein und hier oben und auch diese Wunden. Klar, wenn man fällt, aber die Wunden scheinen nicht vernünftig abzuheilen. Und ich meine, blaue Flecken hier im Oberarm, da müsste man ja immer überall gegenstoßen. Ich denke mal nicht, dass sie nebenbei noch boxen. Von daher kann ich mir da keinen... Hat wirklich nichts damit zu tun? Der hat nichts damit zu tun. Nicht, dass er dir irgendwas angetan hat? Nein, der hat nichts damit zu tun. Okay, also Sie sagen, es ist keine Gewalt darauf eingewirkt. Die blauen Flecken sind wie von selber gekommen. Da ist man natürlich bei Damen und auch Herren in Ihrem Alter natürlich etwas stutzig, wenn es dann so Blutungen gibt. Da gibt es verschiedene Ursachen für. Es gibt einmal Leute, die haben eine verstärkte Gerinnungsneigung. Die können theoretisch Thrombose entwickeln. Andere, die bluten eher ein. Wir haben ja eben viele Blutproben entnommen. Wir würden das einfach in Ruhe noch einmal aufarbeiten wollen. Einfach verschiedene Untersuchungen noch machen, um dann zu gucken, ob wir da irgendwie eine Lösung drauf haben. Aber das hört ja auch irgendwie alles nicht auf zu bluten. Nicht so ganz wirklich, ja. Das blutet auch noch gut. Also wir werden das einmal gut untersuchen alles. Die besorgte Sina hat nach wie vor nicht durchschaut, ob ihre Schwester oder aber deren neuer Freund hinsichtlich ihrer Beziehung die Unwahrheit sagt. Als schließlich Nathalies detaillierte Laborergebnisse vorliegen, ist sogar Niklas Klemm überrascht. Ja, die Blutgerinnung von ihnen funktioniert völlig normal. Wir haben dann erweitert andere Sachen angeguckt und gemerkt, dass sie irgendwie ein paar Mangelsymptome im Blut schon haben. Ja, insbesondere ist uns da aufgefallen, dass einige Werte erniedrigt sind, die dafür sprechen, dass sie einen erniedrigten Vitamin-C-Spiegel oder so haben. Ja, das ist so eine Sache, das kann man nicht komplett sicher beweisen, aber das ist ein sehr, sehr wichtiges Element. Ich meine, das kennt man von früher. Die Seefahrer, die nach Nordamerika gefahren sind beispielsweise und haben dann da 6 Wochen kein Vitamin C zu sich nehmen können. Heute ist das ja eigentlich überall drin in Fertigprodukten und natürlich in den Gemüse und tropischen Früchten. Da fallen einem die Zähne aus, da bekommt man irgendwann Skorbut. Und das hat auf alles einen Einfluss zur Wundheilung. Die Blutgerinnung ist abhängig von Vitamin C. Das ist ein ganz wichtiger Radikalfänger, wenn man selber krank ist. Das hat sich dann später bei den Seefahrern gelöst, dass die Sauerkraut und so mitgenommen haben, wo Vitamin C drin ist. Machen Sie da eine Diät, oder? Ja, also bei mir im Fitnessstudio geht im Moment die Diät rum, eine Eiweißdiät. Man soll dann schnell Muskeln aufbauen und ja, deswegen mache ich das. Aber in Fleisch, Entschuldigung, aber in Fleisch ist doch eigentlich auch Vitamin C. Aber das essen Sie auch gar nicht im Moment. Also und Sie essen auch gar keine frischen Früchte, also Zitrusfrüchte und diese anderen Sachen, alles gar nicht. Aber warum machst du denn eine Diät? Du hast noch nie eine Diät gemacht. Also ich hole jetzt mal den Alex rein und dann sprechen wir mit ihm mal. Nein. Die Patientin hat ein wenig später auf Nachfrage berichtet, dass sie aktuell eine Eiweißdiät durchführt, um Gewicht abzunehmen und Muskel aufzubauen. Dann haben sich natürlich bei mir einige Sachen im Kopf ergeben. Daraus kann auf jeden Fall ein Vitamin-C-Mangel resultieren. Hi, Nathalie. Geht's dir gut? Was ist hier los? Also, hallo. Hi, was ist hier los? Ja, hi. Also ich würde das jetzt auch gerne wissen. Es ist deine Schuld. Du hast mir ja immer gesagt, ich kann nur mit Typen in meiner Liga mithalten. Und also dann hab ich das doch gar nicht gemeint. Nein, und du hast mich dann immer genervt damit. Ja, und dann habe ich einfach gesagt, dass ich mit Alex zusammen bin, damit du mich nicht mehr nervst. Und ja, insgeheim finde ich dich auch nicht so doof. Also ich finde dich eigentlich ganz gut. Und deswegen bin ich auch ins Fitnessstudio gegangen und habe die Diät gemacht, damit ich halt dir gefalle. Weil meine Schwester mir das immer eingeredet hat, dass nur dünne Frauen gut sind. Okay, mach dir darüber keinen Kopf. Ich fand dich im Fitnessstudio auch immer ganz süß. Also ich stehe sowieso eher auf Frauen, die was zu bieten haben und nicht auf so dünne Magermodels. Also von daher, mach dir darüber keinen Kopf. Wir können gerne auch was trinken gehen später oder was essen gehen. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall zur Arbeit wieder zurück. Mach dir darüber keinen Kopf, ja? Ich muss dann mal los, ne? Tut mir leid. Alles Danke, gut. dass du hier warst, ja? Alles gut. Wir telefonieren noch mal, ja? Ja. Tschüss. Ciao. Ach Mensch, es tut mir echt leid. Ich habe das niemals so gewollt und niemals so gemeint. Ja. Ja? Ich bin auch eine große Schwester und ja, will die immer beschützen. Ja, heutzutage so ist, genau. Man möchte die kleine Schwester beschützen. Man möchte eher nichts Böses, ne? Man möchte einfach nur, dass es ihr gut geht. Und deswegen macht man immer Sachen, die man vielleicht nicht machen sollte. Ja. Alles in allem kann man schon davon ausgehen, dass dieser Vitamin-C-Mangel zu einer erhöhten Blutungsneigung geführt hat. Bei leichten Traumata, beim leichten Anstoßen können hier dann schon blaue Flecken und Hämatome entstehen. Gott sei Dank hatte der Freund in Gesamtbetracht der Situation damit nichts zu tun. Wir haben hier nicht von Gewalt, körperlicher Gewalt oder häuslicher Gewalt auszugehen. Unsere Ernährungsberaterin wird noch für die nahe Zukunft mit ihr einen Plan ausarbeiten, wie sie sich vernünftig ernähren kann, ohne irgendwelche Mangelsituationen befürchten zu müssen. Und ja, was die beiden angeht, so sieht man doch ein bisschen Potenzial. Sollen sie erstmal was trinken gehen und mal gucken, was passiert.
Für die Zukunft versprochen, ich werde mich nie wieder einmischen. Halten Sie sich raus, ich muss das auch lernen. Ja, es ist schwer, aber ich versuch's. Dann wünsche ich erstmal gute Besserung weiterhin. Wir sehen uns morgen früh zur Visite. Vielen lieben Dank. Nathalie konnte die Klinik bereits 2 Tage später verlassen. Seit sich die Verkäuferin an den Speiseplan der Ernährungsberaterin hält, ist ihr Vitamin-C-Spiegel wieder ausgeglichen. Mit Fitnesstrainer Alex ist die 19-Jährige inzwischen wirklich zusammen.